Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Engelmitter AK Box von Sayid. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Engelmitter AK von Sayid aus dem Jahr 2016. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier einmal eine schwarze Box mit goldener Beschriftung, Sayid Engelmitter AK, lesen wir hier. Und dann haben wir hier, wie es der Name schon vermuten lässt, vier AKs, also in dem Fall auch in Gold gehalten. Und dann so schwarze Flügel, so Engelsflügel. Und dann unten einmal den Verbraucherhinweis in Englisch. Und oben lesen wir dann noch Alpha Music Empire Presents. Das ist das Label von Kollega, bei dem Sayid unter Vertrag ist. Es ist das Debütalbum von Sayid, Engelmitter AK, und dieses gleich als Box erschienen. Gut, es ist rundum schwarz gehalten. Hier oben lesen wir nochmal Sayid, Engelmitter AK, Alpha Music, Warner, Barcode und Credits. Eine reguläre Clubbox geht hier seitlich auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal eine Halskette mit so einem Dogtag. Dann haben wir ein Shirt, ein Poster, eine Autogrammkarte, das Tag Team Tape, die Instrumentals zum Album, Bonus Tracks und das Album an sich. Das Album hier in so einem schwarzen Papiereinleger, in so einem Karton, der das Ganze festhält. Machen wir mal zu die Box. Und dann kommen wir auch gleich zum Inhalt. Wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Engelmitter AK, wir sehen hier, wir haben es mit einem Super Jewel Case zu tun. Gefällt mir gut. Und dann haben wir den Interpreten mit schwarzer Kappe und schwarzem Tanktop abgebildet. Glitzernder, schimmernder Uhr. Sayid Engelmitter AK und auch hier wird der Verbraucherhinweis und das Ganze hier eingefasst in so einem goldenen Ornament, in so einem Rahmen, von der Optik sehr an Versace orientiert. Gut, diese Seite ist blank, also nur schwarz, da lesen wir nichts. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist und zwar haben wir in dem Fall 16 Tracks an der Zahl und wir haben Features von Kollega, Kurdo, Kollega und Farid Bang und nochmals Kollega. Das Cover leider schon etwas zerkratzt, deswegen schwierig zu lesen hier. Ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen. Und dann haben wir hier Sayid auf einem schwarzen Tisch sitzend mit AK und weißen Beuteln. Oder mit Beuteln mit weißem Inhalt. Auch hier der Barcode und Credits. Dann kommen wir zum Booklet. Wir haben hier einerseits mal einen Einleger für Deus Maximus, 10% Rabatt auf die neue Kollektion. Deus Maximus hier das Modelabel von Kollega. Und dann schauen wir mal kurz in das Booklet. Also Cover kennen wir. Dann haben wir hier Sayid abgebildet und hier die einzelnen Tracks aufgelistet. Sayid natürlich auch hier komplett in Deus Maximus, Tanktop, Weste und Kappe. Weitere Tracks und weitere Aufnahmen von Sayid. Und dieses Design zieht sich durch und durch. Also schwarz und gold hier die vorbestimmenden Farben. Dann haben wir zum Abschluss eine Biografie. Für alle, die etwas über den Künstler erfahren möchten. Hier kann man das herausfinden. Und dann haben wir hier, ja, mehr oder weniger eine Unterschrift, aber das ist natürlich aufgedruckt, von Sayid. Und dann die Credits zum Album. Also, wer war an welchem Track beteiligt, wer hat was produziert, wer wurde gefeatured, etc. Und eine Danksagung. Gut, hier auch nochmal Sayid zu lesen. Booklet, wie auch den Gutscheincode, machen wir mal wieder rein. So, die CD.
wie sollte es anders sein, ebenfalls in Schwarz und Gold gehalten. Seht, Engel mit der AK. Rückseite blank schwarz. Dann haben wir die Bonus-Tracks. Seht, Engel mit der AK, Bonus-Tracks. Also vom Cover her sehr ähnlich wie auch das Albumcover, nur dass der goldene Rahmen hier etwas minimaler ausfällt. Und dann haben wir hier die 9 Tracks an der Zahl. Beziehungsweise, es scheinen 6 Tracks. Ja, also wir haben 6 Tracks und 6 Instrumentals mit drauf. Also 6 Bonus-Tracks hier plus Instrumentals macht 12 Tracks. Und bei diesen Bonus-Tracks haben wir ein Feature von Kollega und nochmals Kollega. Also zweimal Kollega, 4 Solo-Tracks und natürlich dann noch 6 Instrumentals. Auch hier wieder Sayed mit Waffe und weißem Beutel. Bonus-Tracks lesen wir hier. Und das Ganze kommt in so einer Papphülle, in so einem Digisleeve. Dann haben wir das Tag Team Tape. Sayed und Kollega Tag Team Tape. Und zwar haben wir hier 9 Tracks an der Zahl, die allesamt Collabo-Tracks sind. Also Kollega und Sayed mit drauf. Und das hier dürfte, sieht für mich, ja, ist eindeutig DJ Arrow. Steht auch hier dann Mixed by DJ Arrow, obwohl es bei Hookbeats und Feel Fanatic produziert wurde. Gut, also 9 Tracks nochmal oben drauf, zusätzlich zu den Bonus-Tracks. Tag Team Tape. Und das Ganze ebenfalls wieder in einer Papphülle, in so einem Digisleeve. Und dann haben wir noch eine dritte Papphülle, ein drittes Digisleeve mit Instrumentals. Und zwar haben wir hier die 16 Tracks des Albums. Das Einzige, was mir jetzt auffällt, wir haben meines Wissens zu diesem hier, und zwar zu dem Tag Team Tape, zu diesen 9 Tracks, ich glaube, dazu haben wir keine Instrumentals. Also wir haben Instrumentals zum Album und zu den Bonus-Tracks von Sayed, aber ich glaube, zu diesem Tag Team Tape gibt es keine Instrumentals. Gut, dann haben wir eine Autogrammkarte, diese wieder in Schwarz und Gold gehalten, diese Grafik, die wir vom Cover kennen, Sayed Engel mit der AK, und hier dann mit goldenem Marker, mit goldenem Stift unterschrieben worden. Okay, Rückseite blank schwarz. Dann haben wir eine Halskette, da knote ich dann in Ruhe auf, und zwar also eine schlichte, normale Halskette, hier mit diesem Verschluss, und dann haben wir hier eine Hundemarke, einen Anhänger, eine Dogtag, Sayed Engel mit der AK, und hier dann der Engel abgebildet, das Ganze in so einer 3D-Optik, also sowohl von der Rahmen, also sowohl der Rahmen, als auch hier die Grafik, der Engel und der Schriftzug sind hier gut spürbar, setzen sich oder heben sich gut ab. Rückseite ist glatt. Dann haben wir, bevor wir zum Shirt kommen, ein Poster. Dieses dürfte relativ groß sein. Und zwar haben wir einmal das Albumcover. Also, Sayed. So. Ja, man kann das halbwegs sehen. Sayed Engel mit der AK, Alpha Music, Empire Presents. Dann eben das Coverfoto, auch wieder mit diesem goldenen Rahmen im Hochformat. Und dann haben wir auf der Rückseite die Grafik, die wir auch schon kennen. Sayed hier am Tisch sitzend mit Waffe und weißem Pulver. Also beide Seiten im Hochformat, je nachdem für welche ihr euch entscheidet. Poster beidseitig bedruckt. So. Gut. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt noch ein Shirt. Und zwar sieht dieses so aus, in Schwarz gehalten mit goldenem Aufdruck. Sayed Engel mit der AK auch hier wieder zu lesen. Dann hier der Engel mit der AK abgebildet. Neckprint, freut mich immer sehr. Neckprint gibt es, und zwar haben wir hier
in Gold, Alpha Music, Empire. Und dann haben wir hier noch den goldenen Löwen, das Logo von Alpha Music. Zettel ist hier keiner drin. Jetzt schauen wir mal kurz, ob wir unten noch was finden, das uns irgendwie Aufschluss gibt über Material oder über Stoff. Nein, finde ich keinen, nicht weiter schlimm. Wir schauen uns noch mal kurz an, wie das Shirt getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem goldenen Schriftzug hier auf der Brust. Sayed Engelmitter AK. Darunter haben wir dann eben jenen, also den Engel mit der AK. Bis nach unten reicht er. Das Ganze in Goldaufdruck. Und dann in Kombination mit dem Dogtag, mit der Halskette, sieht das dann so aus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann das doppelseitig bedruckte Poster, beidseitig im Hochformat. Diese Halskette inklusive dem Dogtag. Die Instrumentals zum Album. Das Tag Team Tape mit Kollega. Die Bonustracks zum Album. Die Autogrammkarte. Und natürlich das Album an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box Engel mit der AK von Sayed. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sayed unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.